Hallöchen und willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Letzte Folge habe ich schon gesagt, was gemacht wird. Also machen wir das doch auch. Dann mal gucken, ob wir die Folge darauf gleich mal den Boss spawnen können. Beziehungsweise, ich hoffe, ich kann ihn jetzt spawnen. Ich frage mich, ob wir dann den Boss machen können und 90% der Räume erkunden, auf die... Wow. Das ist mies. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, das ist ja auch cool. Okay, deswegen kriegen die also 50% mehr EP. Ja, nehme ich auch mit. Packs laden with loot are often low on supplies. Okay, das dürfte eigentlich passen. Ja, lassen wir so. Dich haben wir auch wieder umgestellt. Okay, gut. Nö, da muss ich mir da keine Sorgen machen, dass ich hier wieder irgendeine Scheiße eingestellt habe. Mechanical hazards. Possessed by evil intent. Oh, wenn jetzt schon wieder das Kerzenlicht ausgeht. Uff. Oh nein. Ich sollte mir angewöhnen, in die Meereshöhlen dann doch vielleicht Verbandszeug mitzunehmen wegen dem Dödel. Wenn der meine Arterie quetscht, dann gute Nacht. Sollen wir den gleich machen? Ja. Extra ausweichen. Finde ich gut. Den könnte man vielleicht sogar bewegen. Aber wir schmettern einfach mal in den Panzer. Vielleicht stunnen wir ihn sogar. Nein. Okay. Ey, nicht schon wieder. Nicht schon wieder sowas, Jungs. Ah, 10 Schaden ist so mies. 10 Schaden pro Runde ist doch pervers. Der tankt ja doch einfach alles weg, ne? Oh. Ey. Lass dir meine Backline in Ruhe. Oh, jetzt kann ich auch nicht explizit hier einmal drauf heilen. Ey, wir haben den gekrittet, der kein Heal braucht und alle anderen nicht. Schnicken. 20. Damn. Ich habe einen schwerwiegenden Fehler begangen. Keine Bandage mitzunehmen. Oder einen Pestdoktor für Blutungsstillen. Oh, 20 pro Runde ist per... Ne. Könnten seinen Schaden reduzieren, aber ich scheiß auf seinen Schaden. Die Blutung ist das Gefährliche. Ja, endlich greift er mal hier hinten an. Oh, sehr gut. Jetzt ist aber die Sache. Ich muss hier vorne eigentlich richtig reinheilen. 10. Ja, moin. Ja, moin. Der erinnert mich auch voll an Fallout 4. Ah. Ich möchte jetzt aber auch nicht nach vorne und mich markieren. Nee. Da habe ich ein bisschen zu viel Schiss vor. Vier bis sieben ist auch lächerlich.
confidence surges as the enemy crumbles. Wow. Ob ich jetzt 10 heile oder 7, ist auch schon fast egal. Oh, Schwein gehabt. Du könntest nur noch buffen, wenn ich jetzt nach vorne gehe. Ah, nee. Dann bleiben wir hinten mit dem Joker Chester. Gott sei Dank weggekrittet. Nice. Devastating blow. So, kann ich Feuer healen oder? Jo. The wounds of war can be healed, but never hidden. Ja, nur 4 Damage? Nehme ich so. Lass mich vorher heilen. Was mache ich denn? Zeit schinden. Und jetzt hoffen, dass ich vorher dran bin. Auf jeden Fall völlig entstresst. Jo. Zum Glück auch getroffen. Okay, das Ding macht einen negativen Trade Deck. Wir haben gelernt, Hemfest hat noch einen, den ich raushaben möchte. Klaustrophobie war das auf jeden Fall nicht. Wir haben wieder das Problem, dass wir nicht in die Backline kommen, außer mit Finale. Hoffe aber, dass wir nicht auf den Sammler treffen. Ansonsten müssen wir wieder das genauso machen wie das letzte Mal. Buffen, 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 buffen und dann mit einem heftigen 104er Crit-Finale einmal rein in den Lachs. Hier wird ordentlich gestresst. Das Problem ist, ich muss mich eigentlich auf die da konzentrieren. Ganz einfach, weil er uns sonst in unsere ganze Truppe rein explodiert. Das kann es ja auch nicht sein. Ein 14 sieht schon besser aus als ein 10er Heal. Wow. 16 Schaden. Heftig. Ich glaube, mit Hemfest könnte ich einen Buff spielen. Zehn Ausweichen, weniger Stressschaden, ne? Ja. Negieren wir mal ein bisschen den Stress, der hier jetzt gar nicht mal ankommt. Aber von ihm vielleicht gleich wieder. Ich nehme den präziseren Schlag, weil der sowieso tot war. Haben wir da schon? Ja. Oh, wir brauchen gar nicht so viel präziseren Schlag. Wir haben ja gesagt, hier Lepper und Chester ist eine sehr schöne Kombination. Vielleicht werde ich den mit Finale wegknüppeln. Machen wir mal hier keinen Stand auf. Okay. Braucht's auch nicht, ist weg. Auch weg. Ah, geht nur noch die Runde.
dann refreshen wir das. Soll ich dir mal eine Vorstellung geben? So macht man das. Ja, der wird nicht so gut gestunt werden können. Masterfully executed. Mit 4 gekrittet. Wow. 30 Schaden, nice. Kann ich jetzt mein Finale ansetzen? Da hätte mir fast das Finale geklaut. Bam! Gastspiel. Okay, schön. Was auch immer explizit das jetzt macht. Das Ding macht er mal in der Schaufel kaputt? Glaube ich. Bin mir auch nicht mehr sicher, was es macht. Ich glaube, Stress Relief. Ja. Ist es mir das jetzt gerade wert? Nein. Wir haben so wenig Stress. Den können wir mit einmal Gitarre spielen abbauen. In Radiance may we find victory. Ja, guck da. Das sind hier gleich mal wieder Hindernisse, die wir beide aus dem Weg räumen müssen. Zum Glück haben wir Another Mariner. Uns die eine Schaufel gespart. Ja, ein bisschen Essen drin gewesen. Vielleicht sollten wir uns die restlichen Kräuter aufheben für so Korallen, die eventuell aufploppen. Jetzt ist die Frage, soll ich draufhauen oder soll ich lieber... Na, wir machen eine Vergeltung. Ist eh wenig Schaden, der da jetzt gekommen wäre. Ich deck den hinten mal auf. Obwohl ich da sowieso nicht hinkomme mit Schaden. Und günstig. Oh ja! Ups. Die Ellbogen ans Mikro. Falls man das gehört hat. Nee. Crap. Wow, 14 ist aber auch böse. Na, hörst du auf? Wir schützen ihn jetzt einfach mal. Ich habe nämlich keinen Bock, dass hier jetzt alles da in unsere Narr reingeworfen wird. Was definitiv hätte passieren können. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn die hier da alles reingeklatscht hätten. Woo! Ja, 71% Wahrscheinlichkeit hat getroffen. Jungs, mehr Präzision, vor allem für den Lepper wichtig. Hast du noch eine Runde, hast du noch Vergeltung? Wir versuchen mal die Schnecke ein klein bisschen wegzuklatschen. Die dürfte auch keine Leiche liegen lassen. Ja, so stehe ich auch rum. Ist okay, macht nichts. Ja, komm. A momentary abatement. Nice, also mit Crit sowieso keine Leiche. Aber ich glaube, die Schnecke dürfte nichts liegen lassen. Inspiration and improvement. So, und ihr zwei da hinten. Ja, nice.
Das passt ja alles richtig gut. Den Blutanhänger brauchen wir eigentlich nicht. Hat doch keinen Platz. Ist egal. Moment, da tauschen wir bei unsere Vestalin. Sonst haben wir keinen Anti. Doch, haben wir. Was macht ihr das gleich nochmal? Lass mal kurz gucken. Ich glaube Heilung. Ja, okay. Ich habe gerade einen Satz angefangen, den ich nicht beendet habe. Und ich habe auch vergessen, worauf ich da hinaus wollte. Ich habe mich gar nicht an den Satz erinnern gerade. Ja, ja, du wirst da einmal ganz kurz abgelenkt. Und dann passiert sowas. Müsste nur eine Kleinigkeit sein. Schon ist alles andere irrelevant. Bevor ich jetzt den Gegenschlag aktiviere, ich hau erstmal lieber so zu. Oh. Auch ein schöner Schaden. Oh, nice. Haben wir denn... Oh, ich glaube, wir haben gar kein AOE. Ja, dann müssen wir ihn erstmal in Ruhe lassen. Außer wer kommt dann ihn natürlich weg. Das kann natürlich auch passieren. Ja, du kommst halt nicht da hinten an, ne? Okay. Und sie stirbt nicht mehr vom Konter, ja. Ah, wir könnten sie jetzt rausnehmen. Wir müssen sowieso nicht heilen. Weg mit ihr. Und weg mit dir. Ja, wir müssen langsam um den Stress kümmern. Oh. Böse. Vor allem, weil sie sich jetzt auch nicht selber groß heilen kann. Außer wir machen... das möglich. Wir machen das auch möglich. Jetzt kann sie sich richtig heilen. Du darfst jetzt aber nur die Sachen machen. Ja komm, dann buffst du uns halt einfach. Gibt auch nochmal mehr Crit. Oh. Ja, wenn es um dich selber geht, ne, dann langst du schon mal hin. Finde ich gut. Finde ich gut. Das finde ich auch gut, dass er wieder nach vorne gezogen worden ist. Dann haben wir nach dem Finale nämlich die genau richtige Ausgangslage. Nice. Und schon steht wieder alles so da, wie es da stehen soll. Wir könnten ihn versuchen zu stunnen. Sehr schön. Gleich mal ein bisschen entstresst. Ich muss da nachher mal kurz die Dinger ändern. Also wie rum die da stehen. Irritiert mich gerade ein bisschen, dass meine Angriffe so seltsam sind. Katja, du heilst jetzt aber richtig rein, ne? Du hättest doch nur zwei Schaden machen müssen. Das ist ungünstig. So, jetzt lass mich aber bitte vorher dran sein. Okay. Wir nehmen das präzisere Ding. This expedition at least promises success. Das Teil. Oh, ich ging jetzt mit Holy Water. Es ist ein Götze, ich glaube schon mit Holy Water. Ah, dann lasse ich den doch lieber mal, oder?
Oder? Ach, wir lassen den einfach stehen. Nein. Der Dude da hinten wird mich sowas von stressen. Oh, die haben alle 90 Betäubungsresistenz. Immerhin wäre das trotzdem ein Coinflip. Mist. The promise of safety. Dammit, und ich habe vergessen, die Chose hier zu ändern. Okay. Erstmal auf ihn hier. Eradicated. Sehr nice. Festering fear consumes the mind. Sowas aber auch. Ich habe kein Laudanum eingepackt. Wer hätte es gedacht? Neuer Versuch. Mist. Den zweiten Coinflip in Folge nicht. Für mich entschieden. Ja, das ist auch kein Scheusal. Oder, ja, kein Scheusal. Nur unheilig. Ungünstig. Ich ignoriere die Schnecke da vorne jetzt erstmal. Alter, alle haben grau und da hinten ist auch noch sorgenvoll dazu gekommen. Super. Darf ich jetzt mal stunnen? Ja, gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Wuhu, ein Damage. Der kriegt so wenig aufs Maul. Nervt mich jetzt nur noch. Okay. Sieht gut aus. Wir machen hier mal den Schutz an, nur wegen der Vergeltung. Nice. Genau deswegen. Ja, auch gut. Entweder direkt angreifen oder den, den ich schütze. Kann sich beides sehen lassen. Die Schnecke wegfinalisiert. Ja. Monsters size has den auch einfach raus. Intrinsic merit. Oh, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Lassen wir die Blümchen da einfach mal zurück, ne? Oh. Das Ding werde ich nicht mit der Schaufel aufbrechen. Halt. Okay. Welche Reihenfolge wollen wir? Zuhauen. Vergelten. Schützen. Stressschaden reduzieren. Okay. Dann sieht das doch hier auch wieder ordentlich aus. Nehmen wir auf dem Rückweg mit. Und eventuell haben wir da wieder mehr Platz. Wow, wir sind schon wieder richtig lange drin. Ah, jetzt ist ein Kampf gespawnt. Mist. Oh nein, ich mag diesen Geiger nicht. Und dass der extra Schaden kriegt, das gefällt mir auch nicht. Boah. Unwissig.
dezent ungünstig. Das wiederum ist sehr günstig. Wir sorgen nochmal für extra Ausweichen. Auch aufgrund von dem Dödel können wir dem Stress vielleicht noch entgehen. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Nope. Stress kommt volle Socke. Ja, da kann man schon mal vorne heilen. Oh, nicht schon wieder. Ich hasse dieses Grau. Ich finde es geil, dass er da so aufs Maul kriegt. Ja, wir heilen mal alle, weil drei Leute zumindest Heilung brauchen können. Decisive bubbling. Schön eine mitten in die Skelettphrasen gegeben. Ja, schade, dass er unheilig ist. Damn. Okay. Den nehmen wir jetzt lieber mal raus. Und den auch. Nice. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine, sagen wir es mal, Fata Morgana ist. Ey, das dauert so lange, wenn du da noch immer nach vorne und nach hinten laufen musst. Ey, wir lassen die Truhe immer noch zu. Wie viele verkrustete Truhen kommen denn da? Die wollen, dass ich meine Schaufeln wegpacke. Weil die ganz genau wissen. Die packen da hundertprozentig noch mehrere Hindernisse in den Run. Ah. Das zähle ich jetzt noch nicht als Hindernis. Das ist einfach nur nervig. Unser Stresslevel nicht so cool. Von daher werden wir sofort den Stressschaden reduzieren. Wir müssen den momentan nicht aufdecken. Wir können das Ausweichen hier komplett rausnehmen. Naja, zwei Ausweichen hat er noch, aber das wird doch wohl nicht eine Rolle spielen. Schön, dass der da hinten den Krustenwall drauf gibt, dann können wir hier vorne weiter reinklatschen. Ja, wir entstressen jetzt mal lieber. Das geht ein bisschen. Das ist das Gerät ein bisschen außer Hand. Genau rechtzeitig den Gegenschlag aktiviert. Ja, und er verzieht sich nach hinten. Knowing uncertainty, the birthplace of dread. Was machen wir denn? Wir senken dem sein Ausweichen auch noch. Ja, als Gegenschlag ist schon sehr schnieke.
könnten doch den Schaden senken. Komm! Wir senken seinen Schaden auch noch. Aber dafür, dass er Schaden gesenkt bekommen hat und wir trotzdem 4 Schaden kriegen? Nicht schlecht. Das Blöde ist, dass auch noch alle Gegner am Start sind. Ausnahmslos. Bisschen arg unlustig. Oh, ich hätte direkt auf ihn hauen sollen. Oder ich glaube, das ist trotzdem übergegangen. Der extra Schaden gegen Scheusale. Weil er ist ja ein Mensch. Passt noch alles hier. Ja, ich mache jetzt mit dir da hinten ein bisschen Schaden rein. Okay, der läuft noch ein bisschen. Ah, schade. Schade. Der Kampf zieht sich, ne? Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Es lichtet sich langsam. Hier ist auch schon ordentlich Damage gemacht worden. Ja, wenn er heilt, ist es ein bisschen schlecht. Der halt nicht mehr. Ich sollte eigentlich hier den da wieder reinschmeißen. Allerdings, bei ihm bringt das sowieso nichts. Ne, komm, wir hauen drauf. Wir hauen drauf mit dem Zeug, was wir haben. Echt jetzt? Ich glaube, es wird doch langsam Zeit für ein Lager. Und für das Ende der Folge. Dammit! Das muss doch nicht. Okay, wir versuchen, das hier rauszunehmen. Nice. Keine Verteidigung mehr für dich. Genau so nutzt man das aus, wenn mal das Beschützen weg ist. Auch ein bisschen blöd, dass ich mit ihm nicht einfach zustechen kann. Den Skill gibt es natürlich auch, aber ich habe ihn nicht drin. Okay. Wie viel Life hat er noch? 7. Hat gerade so gereicht. Ich habe überlegt, ob ich nicht den anderen Skill machen soll mit Vergeltung. Aber das hätte weniger Schaden gemacht. Daher lieber einfach so rausnehmen. Ah, nochmal 10. Das ist auch nice. Dass wir da nochmal dran sind, danke. Kann ich brauchen. Dass wir daneben hauen, kann ich nicht so brauchen. Ah. Aber Dead 4 Hunter regelt das. Remind yourself, ja, das können wir zusammenschieben. Die futtern wir jetzt einfach. Dann wird jetzt erstmal gezeltet. A spark without kindling. Die minus 10 Stress sind es nicht wert. Wir sparen uns ein bisschen Essen. Ein Gefährte, Stress minus 30. Okay.
Keine Überfälle in der Nacht, danke. Das ist auch lustig, das ist eigentlich genau das gleiche. Naja, nicht ganz, das ist für Abwehr, das ist für komplett Stress. Vier Kämpfe ausweichen und Crit ist auch echt gut. Nehmen wir. Und dann... Ja, nochmal ein bisschen Abwehr dazu. Haben wir noch irgendwas mit einem? Ja. Oh. Im Endeffekt sparen wir uns dann insgesamt 10 Stress. Okay. Die Kiste. Die Kiste machen wir drauf. Da habe ich gerade Truhe und Kiste vermischt. Danke. Gold, Trinkets and baubles. Paid for in blood. Wir sehen uns nächste Folge. Genau hier. Mach's gut. Bis dann und ciao.